Nick fragt Pete Smead, was war das eurer Meinung nach schwierigste oder unnötigste Thema in der gesamten Schulzeit? Religion oder Kunst? Da tut sich nicht viel, ehrlich gesagt. Das ist beides unnötig und dumm. Ich bin der Meinung, dass... Also schwierig ist es nicht. Es ist nur unnötig. Ich würde sagen, Religion ist unnötiger. Kunst hat man noch ein bisschen Allgemeinwissen. Was wenigstens halbwegs kulturell ist, ja. Und Religion ist so... Also wir hatten damals in Erdkunde halt einen Lehrer, der ständig nur Filme gezeigt hat. Und der hat halt einen Film gezeigt, der 20 Jahre alt war und der über den Regenwald ging. Und er war dann schon 20 Jahre alt. Und damals wurde er abgeholzt und extra dafür genutzt, um landwirtschaftlich irgendwie genutzt zu werden. Aber der war schon 20 Jahre alt. Der war relativ informativ. Aber an sich, der Erdkundelehrer, der war halt total unnötig. Der ist reingekommen, hat einen DVD reingeworfen. Mehr Videokassette. Und das war's dann. Und dann hat er gesagt, jo, sehen uns und bis später. Und nach der Videokassette ist er dann wiedergekommen und hat gesagt, jo, habt ihr Fragen? Alles klar, nö, okay. Bis nächste Woche. Das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich, zu der damaligen Zeit ist es, glaube ich, schwierig beantworten zu... Also war es schwer, das zu beantworten, wenn man noch nicht weiß, was man danach macht. Viele Sachen waren tatsächlich, also zum Beispiel Mathematik, unabhängig davon, ob ich das konnte oder nicht, ist viel einfach schwer gewesen und deswegen unnötig, weil ich es danach nie wieder gebraucht habe. Genauso wie Latein oder sowas. Das sind einfach Sachen, das weiß man aber vorher nicht. Also, Moment, Latein, ich glaube, ich hätte mein Studium ohne das Latinum nicht machen können. Ich glaube, das war Voraussetzung, sonst hätte man das nachmachen müssen. Geil, ne? Also zusätzlich zum Studium noch schön Latein lernen. Nee. Ja, also es gab einige Sachen, die unnötig waren, auch in der Physik später. Also wenn man dann die Sachen vom Grundverständnis fertig hat, alles, was dann später kommt, habe ich nie wieder gebraucht. Und deswegen, ja, heutzutage würde ich sagen, das war alles unnötig damals. Schwierig. Obwohl ich nicht unbedingt Mathematik studieren wollte. Das Schwierigste war für mich Chemie. Und ich weiß auch nicht warum. Ich habe es einfach nicht verstanden. Es wollte nicht in meinen Kopf herein. Aber ich will damit nicht sagen, dass es unnötig ist. Je nachdem, was man will, ist halt alles relativ nötig. Aber was mir persönlich, glaube ich, am wenigsten gebracht hat, war Kunst. Weil wir haben halt wirklich, es ging immer nur um bildende Kunst und Maltechniken und so ein Scheiß. Und das hat mir meiner Meinung nach am wenigsten gebracht von allen Schulklassen. Ich denke, dass Mathe viele als das schwierigste Thema sehen werden, aber ich glaube, dass das Unnötigste ist, zumindest finde ich, das ist das Textilkunde. Ja? Ich habe da Häkeln gelernt, ich habe das wieder vergessen. Kein Mensch. Und dann hier dieses Weben. Das ist das Unnötigste.